Ja, hallo liebe Freunde und willkommen wieder zu einer weiteren Folge von Roomgirl. Bevor wir aber alle starten, wollte ich euch noch mitteilen, dass die Version jetzt auf 1.0.2 geupdatet worden ist. Ich lese euch mal ganz kurz eben die Updates vor. Zum einen gibt es jetzt einen Hard Mode. Den gibt es jetzt auch, den kann man dann über die Einstellung nochmal aktivieren. Dann wurden bessere Translations von Englisch, Chinesisch übersetzt jetzt. Dann haben wir nochmal den Official Update ist auch nochmal drin. Dann den IAS Pre-Order ist nochmal mit zwei neuen Girls, glaube ich, drin. Dann haben wir den HS2 Pre-Order. Das heißt also, dass von Honey Select da jetzt was mit drin sein soll. Da gucken wir gleich mal ganz kurz noch vorher rein. Dann haben wir das Player's DLC mit drin. Das sind also alles Sachen, Succubus, Bondage, Maid, okay, die sind auch noch mit drin. Dann, es gibt den Uncensor. Okay, der Uncensor-Mod ist wahrscheinlich jetzt mit drin. Applied Uncensor one by one. Dann haben wir nochmal Hard Mode, blablabla, Update Illusion Launcher ist auch mit drin und Remove Hard Mode, okay. Okay, Remove Hard Mode, XP, Face Type, doesn't work in the full game, alles klar. Gut, da kurz mal dazu, ich guck mal eben ganz kurz an, wie der Uncensor Patch aussieht und dann sage ich euch, ob das alles ganz kurz funktioniert. So, mal ganz kurz zurück in die Charaktergestaltung. Es gibt ein paar neue Klamotten. Ihr seht hier unten selber hier, das ist alles mit New mit reingemacht worden. Deswegen bringe ich das einfach mal rein. Es gibt ein paar neue Customs mit dazu, die jetzt mit drinne sind. Dann Uncensored Patch ist drinne, also komplett uncensored jetzt. Es gibt keine Zensur mehr jetzt für dieses Spiel. Es wurde also komplett uncensored. So, das ist auch schon mal für viele Leute, die mich gefragt haben, schon mal ein wichtiges Sample. Wir haben im Bottenbereich, also untenrum, auch ein paar neue Sachen mit dabei. Also auch für die Charaktergestaltung gibt es wieder ein paar neue Infos. Ihr seht, das Ding kommt also voll in Gang. Es wird immer wieder geupdatet, updated. Das finde ich schon mal sehr, sehr klasse. Muss man auch ganz ehrlich mal sagen. Also, dass sie sich da so ranhalten, unglaublich. Es ist jetzt mehr so auf diese Sache, ne? Reset Color, ja. Ihr seht also selber, es gibt ein paar schöne neue Accessoires. Sehr schön. Freut mich allerdings mal, dass über ein paar neue Accessoires auch mal zu sehen sind. Hier unten haben wir auch wieder ein paar neue Sachen wieder dabei. Im Bottom-Bereich sind auch ein paar neue Sachen dabei. Im Glove-Bereich haben wir auch ein paar neue Sachen dabei. Hier gucken wir auch nochmal eben rein. Auch ein paar neue Sachen dabei. In Socks sind auch jede Menge neue Sachen dabei. Und an Shoes, was haben wir da so zu bieten? Standardmäßig auch ein paar neue Sachen dabei. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also heißt das, mit den ganzen Kram geht es also auch mal direkt weiter. Und der Uncensored-Mod muss ich mir auch nochmal genau ansehen. Aber es ist schon mal alles jetzt soweit, dass es jetzt auch uncensored worden ist. Das heißt also, Roomgirl nimmt immer mehr Gestaltung an. So, und da sind wir auch schon wieder zurück im LP. Also wie gesagt, ich habe mir das Ganze jetzt mal ein bisschen angeguckt. Uncensored ist definitiv jetzt das Game endlich mal. Da fehlen aber noch. Da sind noch so viele kosmetische Sachen noch zu erledigen und dies und das alles. Aber die Uncensored-Version ist schon mal draußen, also schon mal gar nicht mal so schlecht. Wo waren wir letztens stehen geblieben? Hier beim Haushalt? Wollen wir mit den beiden jetzt ein bisschen weiterspielen? Oder gehen wir doch lieber wieder in die Schule mal zurück? Da waren wir auch selten mal gewesen. Warte mal, wir hatten letztens die Klinik gehabt. Das Casino sind nur die beiden jetzt da. Und im Club ist weg. Und im Office geht's hier weiterhin zur Sache. Ach, der Hausmeister ist wieder da. Er hier ist auch mal da. Komm, dann spielen wir doch mal hier mal weiter, weil wir haben den Jungboy noch gar nicht gespielt hier. Den Chef haben wir ja letztens gehabt. Jetzt können wir doch mal hier mal reingucken. Mal sehen, was es im Büro alles wieder heute schönes Neues an Sauereien gibt. Die Uncensored Version ist da. Mit der 1.2, also mit den 1.2 Updates steht's hier drauf. Ist es dann jetzt halt endlich mal auch mit der Uncensored Version hat jetzt endlich mal geklappt. Die gab es ja ab der 1.1 noch nicht. Ab der 1.0 gibt es die auch noch nicht. Also von daher, so, erst ab der 1.2 endlich mal auch uncensored. So, was viele Leute, denke ich mal, jetzt gerade glücklich schreiend in den Himmel reißen wird. Mich eingeschlossen. Ist schon wirklich auf alle Fälle, muss man ganz ehrlich mal ganz kurz mal sagen, ein echtes Meilenstein hier. Ach, die muss auf Toilette. Ja, warum geht die denn nicht, ey?
Auf alle Fälle ein echtes Meilenstein, was man sagen muss, was sie hier so reißen und was die Modder hier einfach hinhauen. Also unglaublich. So, geh mal in den Bathroom. So, ja genau, da sollst du hin. So, was macht er hier jetzt? Ach ja, da müssen wir gleich wieder ein bisschen rauszoomen. Hoppa. Das sieht man jetzt wirklich ein bisschen zu viel. Genau. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das mit den HC machen soll. Ach, er quasselt ihn erstmal eine Kante ans Bein. Ach, unser Hausmeister des Quasselns. Ganz ehrlich, ey, hat der denn nichts zu tun hier als... Mann, return to the Originalbereich mal bitte wieder. Ah, was für eine Quasseltante, ey. Der Hausmeister ist mehr ein Quasseln als alles andere hier, ey. So, sie sitzt noch auf dem Klo. Ja, da sitzt sie gut, würde ich mal sagen. Können wir mit ihr nochmal, die auch? Oh, Leute, ehrlich jetzt mal, ehrlich, ey. Mach mal dein Geschäft, deine Kollege muss auch mal ganz kurz aufs Klo. Nee, du sollst da nicht, ja klar, call mal rein. Why not? Okay. Steht's da sogar richtig, Call a Sexpartner over. Okay, also hier sind auch bei den, an den Übersetzungen einiges neu dazugekommen. Ja, benutzt mal das. Du gehst da jetzt... Ja, ich kann... Jetzt pisst ihr dich in die Hose. Oh nein. Sag mal nicht, die pisst sich gleich in die Hose. Den Klo ist heute der Notstand ausgebrochen oder was, ey? Ist sie jetzt eigentlich mal fertig? Oh, ich klopfe schon an die Tür, weil sie so trinken muss. Alter, Alter, ey, da ist Notstand ausgebrochen auf der Toilette, ey. Holy moly, ey. Der Notstand ist angebrochen. Jetzt wird das sofort... Alter, ich hätte mal länger durchhalten müssen. Ich würde gerne wissen... Wäre mal für die Idee für nächste Mal. Das peinliche Büro pissen. Ach, der Sabelheini hier, ey. Was ist? Hi, douka shimashita ka? Alter. Sei sauer, ey. Watashi, so itta warufuzake wa suki ja. Mou nido to shinai de kudasai. Alter, der Hausmeister, der hat's echt in sich, ey, der Junge, ey. Der Boy ist hier richtig hart, ey. Meine Fresse, was ist denn mit den Jungen los, ey? Was hätten wir denn noch hier? Nee. Mit dem will keiner befreundet sein mehr. Tut mir leid, lieber Hausmeister, aber du hast heute echt den Schuss abgehauen, ey. Geht er da mal hin? 600 noch was hat er da immerhin schon mal zusammen verdient? Geh nach Hause. Ich hoffe, sie jetzt nicht auch. Er nimmt sie mit nach Hause. Oh, ja. Da muss ich erstmal raus auf die World Map. Bin mal gespannt. Alter, really? Ach nee, sie ist einfach ganz allein nach Hause gegangen. Warum? Lassen wir die Entscheidung einfach so, wie sie ist. Sie ist nach Hause gegangen. Eigentlich, normalerweise hatte ich ja nur den Hausmeister angeklickt gehabt, aber ich glaube, irgendwie sind die Aktionen... Ach, ist doch egal. Na, Hauptsache, die ist hier was irgendwann mal fertig mit der Toilette, nicht, dass hier unser Boy auch gleich muss. Nee, der scheint noch ganz, ganz gut alles hinter sich zu halten. So, wie sieht's hier aus? Alles klar, das laufende Sitzen ist elendig. Was verreckt hier? Schreib's jetzt nicht, aber wenn es das Geschäft und gut ist, die sauber hier, ey. Meine Güte nochmal, ehrlich, ey. Auf der Toilette geht ja heute echt gleich die Hölle ab, ey. So, sonst keiner da, nur noch die beiden nur noch am Labern. Das heißt, man könnte ja mal einen Annäherungsversuch zu starten zwischen den beiden. Talk with someone. Ist ja nur noch sie da, ne? Komm, geh mal hin und rede mal mit ihr. Unser neuer Praktikant. Kann ja mal ein bisschen labern, so.
Was macht er denn jetzt? Ach so, Feierabend. Ja, er hat sie ja richtig weit gebracht. Er hat es immerhin noch geschafft, sie anzusprechen. Alter, was für, was für eine Szene wieder. Da kannst du wieder getrost wieder mal den Kopf in den Arsch stecken, ehrlich, ey. So, bei ihr ist zu Hause im Moment nichts los. Mit denen hatten wir ja letztens ein Date gehabt. Die beiden haben sich ja schon. Die beiden verstehen sich komischerweise echt gut. Ich gehe mal zu ihnen hin. Ich will jetzt mal gucken, ob, wenn er sie jetzt callen würde, ob sie auch runterkommen würde. Ich muss aber gucken, ob vielleicht auch ein paar neue Eigenschaften mal mit reingebaut werden. Oh, wie immer am Tisch des Vertrauens sitzt unser Kerl hier und chillt seines Lebens. Er kann gar nichts machen, ne? Ah, go to the bed. Call someone. Genau, call someone. Du rufst die jetzt echt an? Das ist ein Scherz. Warum bist du nicht einfach ganz normal zu ihr nach oben? Das sind auch noch so eine Sache, da fehlen mir noch so ein bisschen noch die Interaktionsmöglichkeiten, einfach mal nach oben mal reinzukommen. So, eigentlich uns unterhalten die beiden sich. Das ist eigentlich von den Animationstechnischen ist das gar nicht mal so schlecht, auch was bei Roomgirl so abgeht, dass die beiden sich ganz normal einfach unterhalten. Die könnten auf ein Date nochmal gehen, invited to a restaurant. In Restaurant waren die noch nie, ne? Ja, 400 noch was. Die waren noch nie in einem Restaurant, ne? Die waren auch noch nie in einem Restaurant gewesen. Kaffee, Park. Park hatten wir gehabt. Invited to bathroom, have sex. Ja, das ist okay. Können sich auch dick eingeben. Können auch zusammen im Badezimmer übrigens auch sein. Wenn er jetzt am Baden wäre, kann er sie nachholen und ins Bad holen. Das würde auch alles funktionieren. Ich werde sie mal ins Restaurant begleiten. Haben nicht den ganzen Tag nichts gegessen. Jo, doch mal. Hey, komm, ab mal ins Restaurant. Da war ich auch noch nicht gewesen. Ich will mir das gerne mal ansehen. Alter Falter, wie kriegt man das eigentlich hin, hier die ganze Zeit den Minusbalken voll zu knallen, ey? Da muss man sich ja schon echt anstellen wie der letzte Arsch, ey, um das Spiel in den Minusbalken reinzubekommen. Eigentlich ist es wirklich super unkompliziert. So, im Restaurant, da waren wir noch nie gewesen, da gehen wir mal zu der Map mal hin und schauen uns mal das Ganze mal im Restaurant mal einfach mal an. Hab ich bisher auch noch nicht gesehen. Und ich weiß nicht, warum hier draußen gerade so ein Lärm ist. Ach, bestimmt Sperrmüll oder sowas. Naja, egal. Oh, wir sind im Restaurant. Was ist jetzt los? Wirklich jetzt gesagt, lass mir das bezahlen? Bist du bescheuert? Naja, egal. Wir gucken uns mal ganz kurz einmal im Restaurantbereich mal um. Da haben wir mal wieder die Standardfigurchen. Schön am Futtern hier alle. Wie sieht der untere Bereich des Restaurants aus? So. Okay, der untere Bereich ist also nicht spielbar, so wie es aussieht. Im oberen Bereich wollen wir jetzt gar nicht reden. Ich muss nur noch mal die WASD-Tasten mal ein bisschen zurechtfügen. Ah, es geht schon klar. So, man kommt schon ganz klar. So, die beiden sind jetzt im Restaurant und unterhalten sich hier mal ganz angestrengt, freundlichweise. So, ja, so. Schon mal gar nicht mal so schlecht, dass hier was eine Uncensored-Mod jetzt drauf ist. Das ist schon mal für viele Leute, schon mal auf alle Fälle. Dies, ja, Kaffee gibt's auch schon, ne? Social Gesehen ist echt nicht viel, ne? Könnt ihr jetzt noch moven? Why not? Nehmen wir das mal. Ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? Ich hoffe mal, es ist ein gutes Zeichen. Scheint ganz gut zu sein. Es ist immerhin was aufgestiegen. Idiot 600, der bezahlt die Restaurantrechnung.
Leck mich am Sack, du. Kann man sonst nichts anderes hier machen in der Restaurant? Dafür habe ich gerade 200 noch was ausgegeben, dass sie hier sitzen und sich eine Kante da ans Bein labern. Aber kein Essen bestellen, nix. What's wrong? Da ist ein bisschen was anderes. Da gab es ja ein Café mehr. Gut. Können sie jetzt da hingehen, können sie es machen, können das machen. Okay. Gut, lassen wir die Beine einfach da sitzen. Dann haben sie hier was die 200 noch was, wenn was irgendwie rentiert. Also im Restaurant, die können ja, glaube ich, beide zusammen das Casino abdackeln nachher, ne? Ja, komm, das machen sie jetzt. Gute Idee. Gute Idee. Wisst ihr was? Nach so einem Restaurantbesuch schicken wir die beiden Casino nochmal rein. Mal gucken, ob irgendwie. Ist vielleicht, wenn sie beide zusammen, aber auf ein Date wird das auch nicht klappen. Das ist ja, hat er sie jetzt eigentlich auf ein Date mitgenommen oder war das nur invited to, ich glaube, ich habe nur invited to restaurant gemacht. Ich glaube nicht auf ein Date, ne? Bin mir nicht ganz sicher. So, geht er mit ihr zusammen jetzt? Ach, sie können auch nur back home gehen. Okay, das ist, interessant. Gut, also wenn ihr jetzt nehmen, schicken wir sie wieder nach Hause. $200 mal im Wind geschossen. Oder 200 Coins hier in den Wind gefeuert. Schade von Restaurant, hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. So mit Bestellen und ein bisschen was essen und so. Das fand ich jetzt nicht gerade sehr datereich, ehrlich gesagt, wenn ich ehrlich sein soll. Ein weiterer Ort zum Knattern, ich weiß, aber... Hätte mir jetzt ein bisschen mehr erwartet. Ach, er ist mal wieder nicht mit nach Hause gekommen. Sehr schön. Bei den beiden geht es hier noch weiterhin auf und ab. Und er muss noch Nachhilfestunden kloppen. Let me see. Gehen wir mal zu ihr. Ich will mit den beiden heute mal einen Casino-Besuch starten. Mal mit den beiden mal zusammen ins Casino gehen. Gucken wir mal. Sie könnte doch bestimmt Move erstmal in den Living Room gehen. Weil das müssen wir machen, sonst erkennt das Spiel ja leider nicht an, dass der Ortwechsel stattfindet. Und er würde ja, bestimmt ist er gerade was weiß ich wo, einen wegdrücken oder so. So, gucken wir hier mal weiter rein. Ja, den Age-Faktor müssen wir auch unbedingt mal machen. Call someone. Also irgendwas kommt da auch gleich angeschissen seit neuestem. Was ich aus Geisterhand hergezaubert habe aus der Wand. Klasse Leistung. Ja, es wäre jetzt Ask on the Date. Ach je, ja stimmt. Okay, Kaffeepark. Ah, ich verstehe. Wenn wir jetzt auf ein Kaffee-Date gehen würden, okay, dann würde er jetzt... Du hast schon Geld heute. Ach, das hätte ich so machen müssen. Vielleicht wäre dann was anderes gekommen, wenn ich gesagt hätte, erst Date und dann wäre er hier hingegangen mit ihr. So ist natürlich auch nicht Geld weg. Na, immerhin gehen wir jetzt auch mal auf ein Date. Also ins Casino, so war jetzt nur möglich, wenn wir sie einzeln hinschicken, meiner Meinung nach, glaube ich. Da müsste das klappen mit den Casinos. Er ist auf alle Fälle voll happy. Was weiß ich, was er da draußen gemacht hat, aber er ist richtig happy. So, ich finde auch den Park, finde ich ehrlich gesagt, sehr schön, gerade mit der Skulptur dahinter. Man muss da mal tagsüber mal hingehen, das sieht bestimmt auch richtig schön aus. Dann gondeln die beiden jetzt also am Park rum. Ich würde sagen, wir werden einfach heute mal einfach mal matchen und einfach mal das Ding einfach mal überspringen. So, dann hätten wir jetzt hier das Apartment von ihr. Casino von hier und im Büro würde es auch noch. Ach, der Chef ist wieder da.
Der Chef ist wieder im Büro und wie es dann wieder weitergeht, sehen wir dann hier beim nächsten Mal wieder bei Room Girl. Also bis denn.